Wir haben Kunden befragt in der Schweiz und es ist klar herausgekommen, News, Wetter und Games sind die drei Sachen, die die Leute interessieren. Also wir haben hier das neue N8. Ich habe jetzt mir da drei Homescreens personalisiert, wo ich entsprechend meine Sachen brauche für das tägliche Arbeiten. Habe ich auf dem ersten Homescreen. Auf dem zweiten Homescreen habe ich News und auf dem dritten Homescreen habe ich dann meine persönlichen Applikationen. Ich hole mir die Applikationen aus dem Ovi Store raus. Was ist der Ovi Store? Das ist unser Portal zum Apps kaufen oder Apps downloaden. Das ist das Wetter-App von Meteonews. Es sieht wie folgt aus. Er sucht mir über den GPS-Empfänger den nächsten Satellit oder die nächste Wetterstation. Jetzt sehe ich da immer die Übersicht. Was haben wir aktuell in der Nacht? 6 Grad, 11 Grad am Nachmittag. Ich kann in das Wetter reingehen, in das App rein und das öffnen. Ich sehe das Wetter bis und mit 10 Tagen raus. Ich kann in die Tage reinfahren und ich kann mir auch eine Vollversion kaufen im Ovi Store, inklusive Schneebericht, Wassermengen, Radar und so weiter. Also das ist ein Bedürfnis offensichtlich von den Konsumenten, um so eine Meteonews-App zu haben. Die zweite App, die ich vielleicht kurz zeigen möchte, ist ein Racing-Game, Asphalt. Ist ein HD-Spiel, sprich höchste Qualität. Entsprechend spannend wäre es natürlich, mit dem Game kann man direkt über das HDMI-Kabel an den Fernseher gehen. Oder man kann mit Kollegen in einem Hotelzimmer zum Beispiel über den Fernseher online gamen, gegeneinander spielen und so weiter. Das ist Samsung Galaxy Tab. Zum ersten App, das wäre der Fahrplan. Der ist hier auch wieder im Menü verfügbar. Wenn es eine App ist, die man viel braucht, kann man es auch lange anklicken auf die Hauptscreen. Mit einem Klick hat man hier gerade die Übersicht, von wo ich abfahren will. Kann man anhand vom Standort, der über GPS abruft, kann man die nächste Station anwählen und das Nach kann anhand von unserer vorinstallierten Schnellschreibfunktion, die sich Swipe nennt, kann ich eingeben. Und somit haben wir die Suche getätigt und ich weiss jetzt genau, wie der Fahrplan aussieht. Zum zweiten App gehen wir auf den Android-Market. Es wäre 20 Minuten. Dadurch, dass es einen SIM-Karten-Slot hat, kann man es überall und jederzeit über das normale Mobiltelefonnetz herunterladen. Kann ich das App anklicken und schon habe ich das Android-App von den 20 Minuten auf meinem Gerät drauf und kann direkt die Zeitung lesen. Wenn ich hier etwas anklicke, kann man hier geht alles Mögliche direkt online lesen. Ich zeige heute auf dem HTC Desire Z Locations. Locations, das ist unsere Navigationssoftware oder Navigationslösung, die kostenlos auf dem Desire gerade neu drauf wird sein. Locations gibt mir eigentlich Offline-Maps, das heisst, ich muss nicht extra mit dem Internet verbinden, wenn ich irgendwo hin will navigieren. Also man sieht alles wunderbar in 3D. Man kann das Ganze aber auch als Aufsicht haben von oben. Wenn man Aufsicht einschaltet, sieht man dann ganz normal wie ein Stadtplan, wie das von oben aussieht. Was man zusätzlich noch machen kann, ist, man kann den Kompassmodus einschalten, damit man dann eigentlich immer das sieht, wo man gerade anschaut. Also sprich, ich kann mit drehen und die Karte dreht mit. Eine weitere Applikation ist HTC Footprints. Footprints zeigt mir an, wo ich gesehen bin. Das heisst, man nimmt nicht nur ein Foto, sondern auch noch GPS-Koordinaten. Footprints kann man dann auch auf htcsense.com bearbeiten. Das heisst, man kann die dann auch online anschauen auf dem Internet und kann sich dort auch neue Footprints erstellen. Wenn man es zum Beispiel jetzt möchte vorgängig machen, wenn man irgendwo hinreist und sagt, ich möchte dort und dort und dort hingehen, kann man sich die Footprints daheim schon anlegen und dann später auf dem Gerät, wenn man dann vor Ort ist, wieder anschauen oder suchen.